Auch zum Jahreswechsel 2015-2016 fand in Neubrandenburg der vom SV Nordbräu 78 organisierte Lübser Pilzcup statt. Zu dieser 28. Auflage des Turniers standen sich insgesamt 76 Mannschaften aus Mecklenburg-Vorpommern gegenüber. Über 900 aktiv teilnehmende Sportler im Alter von 6 bis fast 70 Jahren absolvierten im Zeitraum vom 27. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016 insgesamt 9 Turniere im Rahmen dieser Veranstaltung. Von Schiedsrichtern und Präsidium über Einlass bis hin zum Catering sorgten rund 40 Helfer für das Gelingen dieser Breitensportveranstaltung. Nach der musikalischen Eröffnung am 27. Dezember 2015 durch den Freien Fanfarenzug Neubrandenburg begrüßte der Vereinspräsident des SV Nordbräu 78, Jörn Schmöker, die Gäste in der ausverkauften Stadthalle und stellte die 8 teilnehmenden Mannschaften dieses Hauptturniers vor. Mit dabei waren der SV Nordbräu 78, der NFC 93, der 1. FCN 04, SV Viktoria Salo, der Penzliner SV, der SV Jahn Neunkirchen, der SV Burg Stargard und der 1814 gegründete und damit älteste deutsche Sportverein, der TSV Friedland. Die Mannschaften von Landesklasse bis Oberliga zeigten wieder einmal mehr, dass hier neben Spaß und Freude am Sport auch spielerisches Können immer mit am Start war. Und das honorierten auch die Fans, von denen leider an diesem Abend nicht alle Platz in der Stadthalle fanden. Als Oberbürgermeister der Sportstadt Neubrandenburg folgte auch Silvio Witt gern der Einladung zu diesem Event. Ja, Sportvereine sind ja immer Botschafter einer Stadt und wenn so ein Turnier heute stattfindet, dann werden ja auch Mannschaften anderer Städte in unsere Stadt eingeladen und sehen, was für eine tolle und gute Sportstadt wir sind. Und ich finde, da leistet der SV Nordbräu 78 eine ganz tolle Arbeit, seit Jahren ja schon. Und ich sag mal, wenn man sich umschaut und umhört heute, dann ist das der beste Beweis, dass es eine sehr gute Arbeit ist. Auch er zeigte sich beeindruckt von dem, was der SV Nordbräu 78 hier auf die Beine gestellt hat. Ein weiterer Höhepunkt an diesem Abend war die Auslosung zu den Halbfinalspielen des Landesklassenpokals Ost des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Als Oberbürgermeister verlas Silvio Witt die Paarungen, welche von dem kleinen Mika, dem Enkel von Emil Messner, gezogen wurden. Mit Emil Messner stand in diesem Moment wahre Turniertradition auf dem Spielfeld. Denn er hob 1980 diese Veranstaltung als internes Kombinatsturnier aus der Taufe. Nach vielen tollen Spielen setzte sich am Ende der 1. FCN als Sieger des Hauptturniers dieses Lübser Pilzcups durch. Der Dank für eine wieder mal sehr gelungene Veranstaltung gilt aber allen Teilnehmern, Gästen und Organisatoren.